Ja, willkommen. In Anlehnung an das letzte Video und Absprache mit meinem Netzwerk und da ich noch einige Anime schauen muss, bis ich mich an die Season-Rückschau setzen kann, präsentiere ich und rede ein bisschen über meine Einnahmen auf YouTube. Und um vorweg jegliche Spannung aus dem Video zu nehmen, sind hier ganz nüchtern die Daten. Ausgewählt vom 1. Januar bis zum 1. Februar, da dieser Zeitraum aktuell und sehr durchschnittlich ist, sowohl von den Einnahmen als auch dem wöchentlichen Rhythmus einer Videoveröffentlichung. Also, in dem ersten Monat des Jahres 2018 hatte ich eine Wiedergabezeit von 304.000 Minuten, das sind jetzt so knapp 5.000 Stunden, aufgeteilt in 85.000 einzelnen Aufrufen, was mir einen Umsatz von geschätzt $30 einbrachte, was wiederum knapp 25 Euro sind, was wiederum verdammt wenig ist. Das heißt ja immer so schön, dass 1000 Klicks 1 Euro entsprechen und das mag auch bei den meisten stimmen. Bei mir sind es dann so eher 25 bis 35 Cent und damit ein Stundenlohn von vielleicht 10 Cent. Ich kann das Ganze ziemlich rational nüchtern analysieren, denn wo kein Video, da keine Werbung. Was ich damit meine, ist, dass immer noch circa ein Viertel all meiner Videos über kurz oder lang gesperrt werden. Natürlich wegen Copyright. Besonders betroffen ist hierbei neues Bildmaterial wie in der Season-Vorschau bzw. Season-Rückschau oder zuletzt auch dem kritischen Video über das Season-aktuelle Killing Bites. Die Sperrung des Videos ist aber nicht die einzige Möglichkeit, eine Monetarisierung zu unterbinden. Ebenfalls sind circa ein Viertel meiner Videos aufgrund von Copyright nicht monetarisierbar und ein weiteres Viertel dank sogenannter neuer Werbeunfreundlichkeit. Einer ultimativ schweren Bruchrechnung später kann man mit anderen Worten behaupten, dass überhaupt nur auf jedem vierten Video Werbung erscheint und so kommt auch der ziemlich genaue Wert von, naja, 25 bis 35 Cent pro 1000 Klicks zustande. Tatsächlich könnte ich all diese Probleme recht simpel ausmerzen, indem ich Bildmaterial verkleiner, Strecke, Spiegel, einen Rahmen herumpacke oder einfach nur Bilder zeige. Ich bin ganz ehrlich. Natürlich wäre zu sagen, Geld ist mir vollkommen egal, eine Lüge, denn auch ich mag Geld sehr gerne. Jedoch kann ich lieber keine Werbung schalten, als dass ich mich einschränken lasse und die für mich empfundene optische Ästhetik zerstöre. Ich meine zum Beispiel die Season-Vorschau nur mit Bildern würde ich selbst einfach nicht machen wollen. Es gehört einfach für mich so ein bewegtes Bildmaterial dazu. Naja, deswegen befindet sich mein YouTube-Verdienst auch mittlerweile auf dem Stand, dass ich durch die Amazon-Reflinks in der Videobeschreibung deutlich mehr Geld mache, als mit YouTube generell. An dieser Stelle auch einfach nochmal vielen Dank an alle Käufer. Wer mich, sage ich mal ganz simpel, unterstützen möchte, kann über jene Links einkaufen und glaub mir, was dort an Einnahmen zustande kommt, kann sich echt sehen lassen. Denn ratet mal, warum so gut wie jeder andere YouTuber jene Amazon-Links bewirbt, unter anderem mit so pseudo-themenrelevanten Bezeichnungen wie "Das braucht ihr für die Schule". Ein weiterer Punkt, den mir, naja, viele empfehlen, geht aus diesem fast 2 Jahre alten Kommentar hervor. Außerdem wollte ich fragen, ob du, ich hoffe übrigens, du bist okay, ja, du ist okay, schon mal über das Einrichten von einem Patreon-Account nachgedacht hast. Die finanzielle Unabhängigkeit von Klickzahlen führen meiner Meinung nach nämlich zu weniger Einheitsbrei auf YouTube und es ist für einige sicher eine willkommene Abwechslung. Nur zum Thema YouTube geht den Bach runter. Das ist ein wirklich netter Gedanke und ich freue mich auch jedes Mal, wenn mir Leute ihre finanzielle Unterstützung anbieten. Aber meiner Meinung nach ist Patreon einfach für Künstler, die ihr Lebensunterhalt anders nicht finanzieren könnten. Und ich sehe mich weder als Künstler, noch möchte ich gar nicht meinen Lebensunterhalt mit YouTube verdienen. Ich meine, ja, es war schon schön, vor 1-2 Jahren noch meine Miete durch Internetpräsenz bezahlen zu können. Wie ihr seht, kann ich mittlerweile mit den 25 Euro noch nicht mal die Lebensmittel decken. Aber das muss ich auch gar nicht. Auf Patreon würde ich auch lediglich zurückgreifen, wenn ich jetzt existenzbedroht Geld irgendwie bräuchte. Naja, das ist so meine Meinung zu, beziehungsweise das sind die Daten und meine Meinung zu, was ich auf YouTube verdiene und was ich davon halte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut mir auch weiterhin zu, auch wenn ich weiter irgendwelchen Müll mache. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.